sind Sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne Sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben Sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in Ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht Ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Cletus hat da was vor. Oh, 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 Lady Goal. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Ja, von hier aus haben wir auf jeden Fall die besten Chancen, irgendwas zu reißen, Beamtenkreuzer. Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ach so, hier ist die Leiter. Hier kommen wir durch die Tür in den Bombenkontrollraum. Ach so, sieh mal an. Cletus. Put. Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen. Cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Chuk-chuk. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich. An den Bu, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Die Frage ist aber wie und die Frage ist auch, was macht er? Der sieht so widerwärtig aus gerade wieder, der Cletus. Ich dachte, er macht mal was Gutes. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich. Ich muss ihn auf... Ja. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Noch nicht. Eine gute Strategie. So, die Tasche. Er sieht ihn natürlich auch nicht. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Sehr gut. Golds Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ihn noch bei sich haben. Dass die nicht alles bei sich hat, so wie Rufus immer. Sie muss ihn noch... Okay, wir haben also Datasette und wir haben die Fernbedienung. Dann holen wir uns mal... Die Datasetten haben ganz schön gelitten, aber nicht so sehr, wie Cletus leiden wird. Natürlich. So, komm, wir schalten Madonna ein. Madonna. Witzig. Kein Bild, kein Ton. Na, das ist ja merkwürdig. Ich dachte, wir können die jetzt da einlegen. Oder erstmal bei ihr. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Dieser Miese. Und wo ist Donner Goal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donner Goal. Ew. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Oh oh. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Ich glaube auch.
Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies, Ladies! Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus, habe ich dir nicht gesagt, dass du verschwinden sollst? Ist schon okay, Rufus. Du musst mir hier nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen mir und mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Ach, dieser Selbsthass, dieser Liebreizende. Das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon irgendwie gestört? Gestört. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, bevor er... Cletus? Wo ist er hin? Da kommen wir zum Beamtenkreuzer. Wir müssen mal vorher Kontrollen können wir noch ausschalten. Jetzt bin ich am Drücker. Ich hoffe, wir brauchen nicht so lange wie Cletus, der da irgendwie 10 Stunden lang rumprogrammieren musste. Dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Das sollte nicht allzu kompliziert werden. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Oh oh. Oh oh. Ah, was ist denn jetzt los? Ein Countdown. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pfuschen kannst? Ich müsste verrückt sein. Tja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich hab dich doch gesehen, wie du... Ja. Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Auch nicht weniger als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich ja. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich. Mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan, oder? Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie für Goal? Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Na los! Halt mich auf! Nun, dann halten wir ihn mal auf. Boah, enttäuschen. Versuch's doch ruhig noch einmal. Beim nächsten Mal ist sie vielleicht offen? Verdammt, er hat meine Taktik durchschaut. So wie dein Arsch, wenn ich mit dir fertig bin. Ein grandioser Plan heute. Den reiß ich dir gleich auf. Du Schwachkopf! Was tust du? Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus! Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Hoppla! Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille! Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. Okay, schnell raus, schnell raus. Was tust du? Ja, das, au, aua. Ich.
Ladies and gentlemen, welcome to the World Wrestling Federation! Hübsen-Gnimpf? Bitchfight! Die Herren, guckt doch da oben zu! Wieso fehlt dir überhaupt ein Auge? Ist das schon rausgefallen? Bitchslap! Bitchslap! Räum die Küche auf! Schlampe! So, Entschuldigung, musste sein. Ist das unsere Fernbedienung? Okay. Ich bin verwirrt, was soll ich tun? Sein Atem riecht nach Tonys Mutter. Krawall-Donnal-Goal und da haben wir Lady Goal. Lady Goal ist in der Defensive. Mist, das magst du nicht. Au! Au! Schlepp mich die Sau. So. Komm zu dir, Goal! Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ach, das! Ach, das! Ach, das! Das wollte ich schon lange mal tun. Das war mir lange ein Bedürfnis. Lange! Und lange! Und lange! Okay, wir haben hier also einen Knopf. Ich weiß momentan ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Lady Go hat noch ihre Fernbedienung. Und? Ah, die müssen wir ja vielleicht entwenden. Schnapp mir die Fernbedienung. Nein, hey. Hab sie. Und nun? Aua. Lady Go. Ist grad schlecht. Oh, okay, also nochmal. Alter, was für ein Bitchfight hier die ganze Zeit. So, schnell wieder nach oben. Draufdrücken! Drück auf die Fernbedienung! Nicht! Du! Ich Flattertüten? Stech dir in die Augen aus! Das ist jetzt Donner in ihrem Körper quasi. Das heißt, wir haben hier ihre Fernbedienung und da haben wir... Komm klar, Cletus! Goal! Was ist denn mit ihr? Donner? Donner? Knick-knack! Komm, das machen wir noch ein paar Mal. Donner? Das alte Kneistauge ist auch super. Okay, ich komme gerade auch nicht in mein Inventar. Ich kann also nichts auswechseln, gar nichts. Absi! Fehler! Huch! Was? Was? Nein! Netter Versuch, Rotschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde, wäre ich auf einer Müllhalde geboren, ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört.